Lieblingsexperte für Islamismus Ahmad Mansur hat sich zum Nahostkonflikt geäußert. Und was soll man sagen? Er verbreitet wirklich in einer widerwärtigen Sprache auf die schlimmstmögliche Art und Weise israelische Kriegspropaganda, aber hört selbst. Das ist einfach Naivität von der Europäer zu glauben. Sie wissen am besten, wie man solche Konflikte im Nahen Osten lösen kann. Keiner hat verstanden. Ich möchte, dass die Zuschauer verstehen, das ist ein Krieg, der jetzt Israel gegen den Terror führt. Aber das ist ein weltweiter Krieg, den auch Europa führen muss. Das ist ein Krieg gegen Kultur des Todes, gegen Kultur des Lebens. Das ist ein Krieg zwischen westlicher Werte und ja, also, das ist ein Krieg zwischen westlichen Werten und islamistischen Werten. Also, das und in dieser Dichotomie, da steht die Hamas jetzt natürlich für die islamistischen Werte und die rechtsradikale israelische Regierung, deren Finanzminister Smotrich schon gesagt hat, es wäre moralisch gerechtfertigt, 2 Millionen Palästinenser verhungern zu lassen, die steht für westliche Werte. Die israelische Regierung, deren Premier Netanyahu gerade dem Libanon damit gedroht hat, aus ihm ein neues Gaza zu machen. Also ja, Ethnonationalismus und Völkermord gehören anscheinend zu diesen westlichen Werten, wo wir auch schon bei der Kultur des Lebens sind. Die Kultur des Lebens hat in Gaza nämlich schon mehr als 40.000 Menschen abgeschlachtet. Aber hey, Israel, das ist die Kultur des Lebens. Islamistische Werte. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir einfach auch begreifen, dass diese Gefahren jetzt in Israel, morgen aber in Europa sein können. Und wir müssen einfach diese Naivität aufgeben beim Umgang mit solchen Themen und uns Gedanken machen, wie wir Menschen erreichen, wie wir aus Fremden Demokraten machen. Ansonsten haben wir auch hier in Europa ein riesen Radikalisierungspotenzial. Mhm. Ja, Demokrat ist nur, wer hinter einer rechtsradikalen israelischen Regierung steht, die, wie gesagt, zehntausende Zivilisten im Gazastreifen ermordet hat, tausende Zivilisten in den letzten Jahren in Syrien und im Libanon, die den Iran immer weiter produziert, die Foltergefängnisse betreibt, riesige Gebiete völkerrechtswidrig besetzt hält, von den syrischen Golanhöhen übers Westjordanland bis nach Ostjerusalem, die gerade in Gaza, wie gesagt, einen Völkermord durchführt. Also, wer nicht hinter dieser Regierung steht, bedingungslos hinter dieser Regierung steht, der ist nun mal kein Demokrat. Und ja, ein Demokrat ist man nur, wenn man selbsternannten Faschisten wie einem Bezalel Smotrich die Treue hält. Also das ist jetzt keine Polemik von mir, das ist eine Eigenbeschreibung von ihm. Er selbst sieht sich als homophoben Faschisten. Oder solchen sympathischen Gestalten wie Itamar Ben-Gvir, der jahrelang das Foto eines Attentäters, der zahlreiche Palästinenser bei einem Terroranschlag ermordet hat, in seinem Büro hängen hatte und den als sein Vorbild gepriesen hat. Also wer nicht hinter solchen Leuten steht bedingungslos, der ist leider ein Fremder und kein Demokrat. Ja, die Kultur des Lebens gegen die Kultur des Todes. Also das war mal wieder volle Kanne Ahmad Mansur für alle, die ihn noch nicht kannten. Ich sage lieber nichts, das könnte strafrechtlich relevant werden.